meinem Leben gab es einen besonderen Moment, da kann ich mich sehr gut daran erinnern, weil ich vorher vor allem mit Bleistift, Zeichnung, Graphit gearbeitet habe. Es war an einem Bergsee in Österreich, wo ich an einem Symposium war und dem Farbspektakel zugeschaut habe, wie die Sonne untergeht. Und da habe ich gedacht, mein Gott, Farben, die Welt der Farben, die habe ich noch gar nicht entdeckt und die möchte ich auch meinen Mitmenschen zur Verfügung stellen. Und es war genial, da einzutauchen und das begeistert mich bis heute. Ich arbeite mit sehr vielen Schichten, über 40 Schichten, wo ich mit dem Pinsel meditativ Schichten auftrage. Also ein Werk dauert circa einen Monat, bis die Schichten trocknen, bis die neue Layer kommt. Das hat mich fasziniert und zur Weiterentwicklung habe ich mich damit Licht direkt auseinandergesetzt. Ach, wie nimmt man Farbe wahr, wenn ich Licht in das Kunstobjekt integriere? Und da sind die Lichtobjekte dann entstanden, wo ich mit Farbe, mit Form, mit indirektem Licht spiele. Malerei hat mich erst später fasziniert. Als kleines Kind habe ich nur gezeichnet. Also ich kann mich zurückerinnern, ich denke schon vierjährig, ich hatte immer einen Bleistift und Blätter dabei und habe Menschen skizziert oder die Natur gezeichnet. Da wusste ich noch gar nicht, dass ich mal den Weg des Künstlers geben würde, weil in meiner Welt war Kunst in dem Sinn nicht so vorhanden. Ich bin als Bauerstochter aufgewachsen. Es wurde mir erst in der Schule bewusst und dank meinen Lehrern bin ich dann den Weg des Kunstschaffenden eingeschlagen, würde ich mal sagen, und bin dann auf die Akademie. Meine Überzeugung ist, dass alles, was uns umgibt, einen Einfluss auf uns hat. Im Innenraum, glaube ich, kommt es sehr darauf an, wie die Gestaltung ist. Und ich denke, jedes kreierte Werk, was im Innenraum einen Menschen umgibt, hat eine Wirkung auf uns. Sei es ein Farbspiel, sei es eine bestimmte Form, sei es das Zusammenspiel von Licht und Farbe. Ich denke, oder wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es auf uns eine Wirkung hat. Bei den Knochenskulpturen kommen ganz unterschiedliche Reaktionen, weil es die Menschen sehr an die Vergänglichkeit erinnert und auch an den Tod. Und das ist natürlich für viele aus ihrer Komfortzone, obwohl sie die Ästhetik meistens sehr fasziniert. Knochenskulpturen erinnern uns natürlich auch an die Vergänglichkeit und unser Leben ist vergänglich. Wir haben eine gewisse Zeit, die wir hier bespielen können. Und ich denke, mit dem Bewusstsein der Vergänglichkeit, dass nicht alles ewig ist, geht man auch mehr in die Wertschätzung und in die Achtung und in die Präsenz. Und das ist auch ein wichtiger Punkt für jeden einzelnen Menschen. Die letzten Jahre waren für viele Menschen eine Herausforderung. Für mich war es eine Rückzugszeit, eine ja, nach innen schau und mich zurückzubesinnen auf meine Leidenschaft für Zeichnungen und neue Materialien auszuprobieren. Erstmals habe ich Tinte ausprobiert, was ich schon immer wollte. Und dann kam das große neue Begeisterung für Kaltnadel. Und das begeistert mich bis heute und das werde ich auch weiter vertiefen. Das ist einfach wunderbar, mit Kupfer reinzukratzen, aber auch zu zeichnen in den Ätschichten. Also das ist eine neue Welt, die ich entdeckt habe und die werde ich auch weiter bearbeiten.